Es ist nun beinahe ein Jahr her, dass Sie Edward Snowden in Hongkong getroffen haben. Wie sehr hat sich Ihr Leben seitdem verändert? Klar, es hat sich total verändert. Wenn man eine solch große Story hat, wird man enorm unter Druck gesetzt, an der Arbeit gehindert und auch persönlich diskreditiert. Aber die Möglichkeit, die Welt über diese ungeheuerliche Überwachung zu informieren, das ist wirklicher Journalismus. Haben Sie immer noch Kontakt zu Edward Snowden? Wie oft haben Sie Kontakt zu ihm? Ich habe natürlich Kontakt zu ihm, spreche regelmäßig mit ihm. Wir reden viel über die Debatte, die er ausgelöst hat. Er nimmt ja jetzt auch aktiv an allem teil. Also, wir sprechen viel. Wie geht es ihm? Wir hatten damals in Hongkong angenommen, dass er innerhalb kürzester Zeit in amerikanischer Gefangenschaft sein würde und gingen davon aus, dass das nächste Mal, dass wir ihn sehen würden, in einem Gerichtssaal wäre. Dann wäre er ins Gefängnis geschickt worden für die nächsten 30 Jahre. Die Tatsache, dass er nicht im Gefängnis ist, dass er ein freier Mann ist, dass er sprechen kann, wann er will und dass er an der Aufklärung weiter teilnehmen kann, darüber ist er sehr dankbar und sehr froh. Soweit ich weiß, haben nur die Dokumentarfilmerin Laura Poitras und Sie den kompletten Datensatz von Snowden erhalten. Stimmt das? Von den Dokumenten, die Snowden Journalisten gegeben hat, haben nur Laura und ich den kompletten Datensatz. Andere Medien haben nur Teile davon. Wie viel von den Daten ist denn bisher veröffentlicht? Der große Teil des Materials ist bisher nicht veröffentlicht, nur ein ganz kleiner Teil. Zum einen, weil Snowden nicht alles veröffentlichen will und weil er darauf bestand, dass wir das Material sehr sorgfältig bearbeiten. Zudem ist das Material sehr kompliziert. Wir brauchen Zeit, es zu bearbeiten, aber Fakt ist, da sind noch einige sehr interessante Stories dabei, wenn nicht sogar die bedeutendsten. There are definitely some very, very significant stories. In fact, ones that I would call the most significant in the archive that have yet to be reported. And those are the ones we're working on now. It wasn't reported. Die bedeutendsten noch nicht veröffentlicht? Richtig, die Story, die ich für die bedeutendste und schockierendste halte, die ist noch nicht veröffentlicht. So are there Können Sie uns wenigstens ein paar Details jetzt schon verraten? Nun, die Leute wissen doch inzwischen, was die NSA und die britischen Geheimdienste gemacht haben, dass sie alle privaten Kommunikationsdaten gesammelt haben. Wir werden jetzt darüber berichten, wie genau sie es gemacht haben und auch offene Fragen beantworten. Was haben sie mit den Informationen gemacht? Wie haben sie sie genutzt? Wer war eigentlich das Ziel? Das war's, mehr wollen Sie nicht verraten? Ich kann die Story, die Schlagzeilen für Ihre Nachrichten doch nicht vorwegnehmen, bevor sie fertig ist. Okay, kommen wir zu Deutschland. Ist da irgendwas Neues zu erwarten? Deutschland ist eines der am stärksten betroffenen Länder. Meine Kollegin Laura Poitras lebt doch hier und berichtet vor allem hier. Ich glaube ja, es wird noch viel Bedeutendes über Deutschland geben. Was ist mit Angela Merkel? War sie wirklich so verärgert, als sie hörte, dass sie auch ausspioniert wurde, dass auch ihr Mobiltelefon abgehört wurde? Ich hätte mir gewünscht, Angela Merkel hätte so auch schon reagiert, als sie erfahren hat, dass ihre Bürger und auch Bürger weltweit ausspioniert wurden und nicht erst, als sie erfuhr, dass sie persönlich das Ziel war. Hier in Deutschland im Bundestag gibt es derzeit einen NSA-Untersuchungsausschuss. Der erste Vorsitzende ist gerade zurückgetreten, weil der Streit darüber, ob Edward Snowden als Zeuge geladen werden soll, eskalierte. Edward Snowden to come here to Berlin and to ask him. It is, I think, incredibly irresponsible. Es ist unglaublich unverantwortlich, den Bürgern weiszumachen, man untersuche diese ganzen Vorfälle und dann nicht die Person zu interviewen, die am meisten weiß über alles.
Wie ich schon sagte, wir haben bisher nur einen kleinen Teil der Dokumente. Da gibt es noch eine große Menge, von der die deutschen Ermittler und das deutsche Parlament überhaupt keine Ahnung haben. Würde es Sinn machen, dass auch Sie aussagen vor dem NSA-Untersuchungsausschuss? Ich habe doch bereits vor dem EU-Parlament und dem brasilianischen Senat ausgesagt. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, es gibt keinen, der so viel weiß wie Edward Snowden. Er hat dort gearbeitet, er war in dem System drin, er war der Experte. Er weiß mehr als ich, mehr als jeder Journalist. About how this system functions. What do you know? Arbeiten eigentlich die NSA und der deutsche Geheimdienst BND immer noch eng zusammen? Klar, die arbeiten eng zusammen, aber natürlich bei speziellen Projekten. Sie arbeiten bei der Überwachung extremer terroristischer Gruppen in Afghanistan oder im Jemen zusammen. Was sie nicht gemeinsam machen, ist die Überwachung normaler Bürger außerhalb von Kriegsgebieten. Dabei arbeitet die NSA nur mit den vier englischsprachigen Nationen, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien zusammen. In those instances, the US really only works with the four English-speaking allies, the UK, Canada, New Zealand, and Australia. Haben Sie manchmal Angst, dass Ihnen ähnlich wie Snowden auch etwas passieren könnte? Naja, es ist schon etwas passiert. Mein Lebenspartner ist am Londoner Flughafen in Arrest genommen worden. Wir sind ganz oft bedroht worden. Ich war seitdem nicht mehr in den USA, weil meine Anwälte befürchteten, auch ich könnte verhaftet werden. Aber ich werde jetzt zum ersten Mal wieder nach Amerika reisen. War es das alles wert? War es die richtige Entscheidung im letzten Jahr, all diese Risiken auf sich zu nehmen? Absolut. Ich würde keine Sekunde zögern, es wieder zu tun. Ich bin extrem stolz auf unsere Arbeit. Okay, thank you very much. My pleasure, thank you. Thank you. Okay.